Ja, hi Leute, also wieder zurück mit einer neuen Folge Lego The Hobbit und wie ihr es kennt natürlich immer hier in Erebor gespawnt. Ja, also wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels, viele rote Steine sind noch übrig. Ich wollte jetzt aber zu Beginn erstmal die Tageszeit einmal wechseln. Wir haben noch ein paar sonnige Momente vor uns hier. Wo ist das Zelt? Da. Und vor allem, ich muss an die ganzen Stats rankommen. Das ist ja furchtbar, dass ich da immer so lange warten muss. Mit dem Sammeln. Also mal zwei Stats, da würden mir schon geholfen sein. Ja, und wo wir heute wahrscheinlich nicht drum herum kommen werden, ist die 500 Karotten zu sammeln. Ich brauche 500 Karotten. Und das nur für einen Bauer in Hobbingen. So. Also, schauen wir mal durch. Hier sieht alles gut aus, da ich da was in Erfahrung gebracht habe. Das hier ist das Bonus-Level. Und da kommen wir aber erst später zu. Ja, Seestadt, das müsste eigentlich auch blinken. Das habe ich auch schon erforscht oder in Erfahrung gebracht, was es sein sollte. Ja, hier haben wir auch noch ein Fragezeichen. Dann gehen wir erstmal nach Radagasts Haus und schauen uns dieses Fragezeichen dort an. Also, wir müssen diesmal wirklich die restlichen Sachen zusammensuchen. Ja, und dann werde ich mich wahrscheinlich nichtsdestotrotz in die nächsten Level reinschmeißen müssen. Oh, da sind Karotten. Die muss ich direkt mitnehmen. Bleib hier. So. War noch welche drin? Nee. Ah, aber andere. Andere Sachen. Ah, da haben wir noch welche. So, hier vorne war noch ein brauner, da hinten rechts haben wir das schon gesehen. Okay, dann hören wir es die uns mal an. Radagast der Braune, wie? Was für ein Typ. Glaubst du, dass all das Zeugs in seinen Haaren ihn so zerstreut macht? Ich hoffe jedenfalls, es verhindert, dass er bemerkt, dass ich mir seinen Kaninchenschlitten ausgeborgt und die Kaninchen, verloren habe. Wenn sie jemand zurückbringen würde, wäre das sicher von Vorteil. So, wieder muss ich was. Hallo? Oh. So. Finde die fünf entlaufenden Kaninchen und bringe sie zum Hobbit zurück. Okay.
auch Riesenkaninchen. Komm mit. Ich bring dich zurück zum Hobbit. So. Da. So, den roten Rubin. Kann ich den nicht mitnehmen? Das ist ja komisch. Komme ich gar nicht hin. Da habe ich noch eins gesehen. Da. Hehe. Hallo? Du musst direkt mitkommen. Haben wir schon mal zwei? So, und das hier ist gerespawnt. Das heißt, die Karotten nehme ich jetzt direkt wieder. Wenn ich Glück habe, respawns gleich wieder. Und dann hätte ich alleine bei Radagasts Haus 50 Karotten ungefähr eingesammelt. Und das nächste Kaninchen. Jetzt nicht gleich. Vielleicht sind sogar mehr Karotten drin. Wenn das bei jedem... Also freuen würde ich mich, wenn das bei jedem Kaninchen respawnt. Das werden wir jetzt sehen, wenn wir ein einzelnes zurückbringen. Nein. So, da haben wir das letzte Kaninchen. 5 an der Zahl waren es. Aber ich habe, glaube ich, Glück, dass es noch einmal respawnt, weil die ganzen Stats hier sind auch mittlerweile wieder respawnt. Ja, ich habe Schwein. Aber jetzt erstmal das Kaninchen zurückbringen und da haben wir es. Das sind Radagasts Kaninchen und sie sind alle in Sicherheit. Oh Gott sei Dank. Ich habe zum letzten Mal.
Vorschlag gemacht. Ich habe hier etwas, um dir Danke zu sagen. So, 182. Ja. Da fehlt natürlich immer noch eine Großzahl. So wie natürlich noch an anderen Stats. Ja, schauen wir uns die nähere Umgebung wieder an. Im Wald hier. Was mit dem Mond halt. Da oben brauche ich irgendwas zum Fliegen, aber ich weiß noch nicht was. Ja, normalerweise ein Adler, ne? So, hier haben wir auch was. Gehen wir mal zum Elbenwald erstmal. Ja, schauen wir uns erstmal das da oben an. Warte mal, Stabschwindelei. Schauen wir mal rein, was da auf uns wartet. Seid vorsichtig auf den Stufen, Reisende. Seid gegrüßt. So, dann muss ich tatsächlich in die Höhle jetzt rein.
kümmere mich gleich um dich. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Rohstoffe. Hier gibt's Fisch. Und Brote. Was soll ich tun? Ein betrügerischer Waffenhändler aus Seestadt hat mich mit Waffen aus rostigen Angelhaken und morschen Stücken geleint. Ich wollte, dass er mir meinen hochwertigen Habardstab zurückgibt, aber er weigert sich. Ich möchte mich nicht dazu herablassen, ihn mir einfach zu nehmen. Würdest du das für mich tun? Wieder aus dem Level holen. Der Stein. Ich denke über etwas Wundersames. Ich hab ne. Cool, du musst einfach nur durch dieses Loch fallen. Ja, in der Nähe haben wir noch ein Steinchen. Gar nicht mal. Oder warte mal. Ich kann doch. Dann kann ich nämlich auch gucken, ob das wieder Respawn ist. Der 10.000er Start. Nö. Ist er nicht. Hier lang geht's. Eine gute Reise. Da muss ich aber, glaube ich, akrobatisch sein hier. Hier in der Ecke runter und alles her, die Stats. Das für den einen jetzt hier, den werden wir nämlich moppelig machen. Ein Dönerfresser. Okay, mit dem. Ah ne, da ist er. Der mit der Kopfkelle. Nur 3 Karotten, das ist gut. Hier, da haben wir auch noch mal 2 mit Mond.
aber auch einen Stein und ein Fragezeichen, wo wir rankommen in Moria. Ich habe es mir schwieriger gemacht, als es eigentlich war. Oh. Naja, den Stein haben wir eingesackt. Und da haben wir noch ein Ziel in einer Höhle. Warte mal, wieder respawned? Was ist mit dem Start da hinten? Nein, der ist nicht respawned. Schade. Der 10.000... Oh, die hier sind schon wieder respawned. Das kriegen wir jetzt schnell ein paar Mal. Einer der einfachsten, nun verkacke ich.
besser. Ah, da ist der. Ich komme nicht ran an den letzten Mann. Ist echt blöd, dass die manchmal da festhängen. Ein Bronzener nur. Nicht doch. Ist hier keiner mehr. Nein. Jetzt muss ich Wacker ist ein bronzenen Stein der Finder. No. Gesoffen. Hatte ich aber schon.
Ist das jetzt euer Ernst, dass mit dieser eine braune Bronze Stein da irgendwie fehlt? Oh, da ist er. Da ist er. Das gibt's nicht. Wie viel Schwein kann man haben? Einer mehr. Oh, mehr. Gut. Zurück. Oh, da ist ja mehr. Ah, da habe ich jetzt nicht gerechnet. Da muss ich doch weiter runterlaufen selbst. Hab gedacht, ich komme da direkt auf diesen Vorsprung raus. Dem war nicht so. Jetzt baue ich den erst zu Ende. Da haben wir es. Und noch 20.000 mitgenommen. Besser geht's jetzt nicht. Naja, hätte ich schon mal 4 Stats, wären schon, ja. Wären schon 100.000. Ich erkenne eine brauchbare Lore, okay, wenn ich sie sehe. Damit müsste ich alles aus der Höhle herausholen können. Hol dir deinen Anteil später ab. Nimm vorerst dies hier, um über die Runden zu kommen. Und jetzt holen wir quasi nur noch das Zeug, was zum Abbauen da ist, einmal raus. Jetzt haben wir sogar einen in der Brille, toll. Ja, sogar zwei. Ah ne, das ist einmal. Ah, da oben links sehen wir noch ein Leuchten. Nein, das ist auch ein anderer. Nee, das ist der. Oh, wenn er nur einen, weil der eine weggeht. Ja, hol doch raus dann, wenn der Ding ist da. So. Der Hammer. Also muss ich einmal raus und dann wieder rein. Oder? Ja. Da gibt es noch eins.
das nicht mein Kominöhr ist. Kapiert? Weil wir doch in einer Mine sind. Wie auch immer, ich schätze, du bist wegen deines Anteils hier. Tja, da gab es eine kleine Planänderung. Die Schienen führen nirgendwo hin, nur einmal im Kreis durch die Höhle. Aber Kopf hoch. Es macht einen Riesenspaß, mit deiner Lore eine Runde zu drehen. Los, versuch's mal. Okay. Wie schaffe ich es denn, so schnell zu sein? Ach, das erste war auch einer. Ah, okay. Und ich kann hüpfen. Hüpfen. So, jetzt werde ich es schaffen. Jetzt habe ich den Dreh raus. Wahrscheinlich muss ich nochmal raus und dann nochmal rein. Ja. Da. Vor wie bei Indiana Jones. Ja. Geschafft! Yeah. So, das war's jetzt aber hier mit den Höhlen. Drei Mithrilsteine gab es dort drin. Ja, nicht. Also nicht weit von hier. Gehen wir nochmal zu Bass von Caradhras. So, Dame in der Höhle erstmal, bevor wir zu dem Stein gehen. Ein neues Fragezeichen und wir müssen natürlich hier was in Brand setzen, also nehmen wir Sam.
Troll, der was will. Guten Tag. Keine Angst. Ich tue Besuch in meiner Höhle nichts. Ich könnte eher deine Hilfe brauchen. Ich bin etwas ängstlich im Dunkeln. Aber wenn ein Troll in die Sonne geht, na sagen wir, es ist nicht gut für ihre Haut. Ich hatte gehofft, ich könnte als Kompromiss ein paar Feuer in der Höhle machen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich wäre dankbar für deine Hilfe. Muss ich gleich rauf? Hier oben oder was? Oder? Ja. So. Ne, ich brauche schon gleich Sam. Wie komme ich da hoch? Naja, im Grunde kann das ja jemand, der diesen Stab da hat, wieder. Ah, okay. Das reicht tatsächlich dann einmal. Ja, ich sag, wir müssen wieder Rohstoffe opfern. Ah, das sieht gut aus. Das sollte ich allesamt haben.
Du hast es geschafft. Jetzt kann ich tagsüber raus, geschützt vor der Sonne. Oje. Ich glaube, das passt nicht. Ich habe eine zu kleine Pause bestellt. Vielleicht, wenn ich ihn frage. Oh, entschuldige. Ich muss dich noch für deine Hilfe bezahlen. Ja, hier drin ist nochmal ein Stein. Dafür muss ich die Höhle wieder verlassen, damit es wieder resettet und dann dahin gespawnt wird. So, das reicht schon. Und ein drittes Mal drin. Mal schauen, was jetzt kommt. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich habe eine Lösung für den mobilen Schutz gefunden, den du zusammengesetzt hast. Ich habe einen Bilvis-Freund gefragt und er bringt mir Materialien, mit denen ich diese Höhle gemütlicher machen kann. Aber ich mache mir Sorgen, weil er so lange braucht. Könntest du mal nach ihm sehen? Er kann nicht weit weg sein. Ah, okay, hier muss ich aus der Höhle raus. Ein Bilvis-Freund suchen. Also aus der Höhle raus und dann ja hier oben am Pass entlang. Sonne gehen. Kannst du mich in die Trollhöhle zurückführen? Das war eine blöde Idee. Tja, also fahren wir mal Rollpferd. Ich dachte, ich kann da drüber fahren und die Stats mitnehmen, dann, wenn ich da die platt mache. Naja, dem ist auch nicht so. Also über den kalten Pass in die Höhle hinein. Okay, bin da. Du hast ihn gefunden. Es ist so still da drin. Er ist doch nicht. Er schmollt bestimmt nur. Meine Angst vor der Dunkelheit hat euch große Mühe bereitet, meine Freunde. Es ist wohl an der Zeit, sich ihr zu stellen, meint ihr nicht? Danke. Das hat mich wirklich wachgerüttelt. Oh. Hab mich verbrannt. Ja, damit waren das auch hier mit die ganzen Steine. Auch hier waren drei zu holen.
Und der ist im Boden versackt. Na toll. Und er nimmt die Faust. Komm, hol das Ding da raus. Hä? Will er den nicht? Den hier? Ne, die will er nicht. Okay, dann nicht. So, nicht weit entfernt ist ein neuer Stein gelegen. Und ich ahne schon, glaube ich, wie es kommt. Ja, ja. Mist. Okay. Also jetzt kenne ich den Weg. Jetzt haben wir eine. Sehr schön. Hey, wieso verschwinden hier die Steine? Den muss ich was schmieden. Vielleicht habe ich ja Glück und ich habe schon. Von mir, nennen wir ihn John, weiß nichts über Schnee. Er glaubt, man kann daraus nur Schneemänner bauen, um die Damen zu beeindrucken. Aber wenn ich ein Mittelschneerpult hätte, könnte ich ihm zeigen, was Schnee alles kann. Ich würde dir dafür auch zeigen, wie du kleiner als ein Hobbit wirst. Oh, du hast ja ein Mittelschneerpult geschmiedet. Jetzt zeige ich John mal, wie man Schnee richtig benutzt. Ich werde Freund und Feind mit den frostigen Kugeln des eisigen Zorns eindecken. Oder naja, Schneeballschlacht kann man auch sagen. Also auf jeden Fall habe ich schon mal. Und jetzt schaue ich mal nach, wie viel es kostet. Mini-Charaktere. Nee. Ich brauche erstmal mal Stat. Also, ja. Eine Vervielfachung der Stats. Mal 2 oder irgendwie sowas. Um mir diese Steine dann wirklich unter den Nagel zu reißen. Ja, reisen wir mal wieder nach oben kurz. Wollen die latschen. Nee, ist er weg. Hä? Was ist denn das? Cool. Okay. Der Stein verarscht mich. Hier gibt's einen weiteren Stein zu holen. Also immerhin bin ich schon froh, dass ich 150.000 Stats gesammelt habe in einer Stunde.
oben drauf ist, ja. Für Legolas. Oh, der war einfach. Weg da! Ja, da unten wissen wir im Grunde auch, was der da will. Ja, da haben wir das nächste Ausrufezeichen. Da muss ich aber nach Bruchtal erstmal. Also wie gesagt, mal zwei Stats, das wäre schon verdammt schön. Ja, da hinten brauche ich einen Topf, den muss ich aus irgendeinem Level holen. Hä? Wo geht's denn lang hier? Wer ist das Stats folgen? Da lang. Wenn ich ein Boot hätte, würde ich die Verlängerung des erforschen. Ja, das sind jetzt glaube ich mal vier, aber die hatte ich. Nee, das ist die Unbesiegbarkeit, genau. Hatte ich doch gestern Abend noch. Naja, hat er wahrscheinlich nicht gespeichert gehabt dort. Macht nichts. Haben wir es jetzt nochmal doppelt. Also da oben gibt es die Unbesiegbarkeit. Könnte ich mir auch noch nicht mal leisten. Zeichen. Gut. Und diesen einen blöden Bauplan da, den muss ich auch noch rauskriegen. Yeah.
schönen und düsteren Höhlen herumzugraben. Außer natürlich, man ist ein Zwerg. Wenn ich mal Bergmann werden wollte, würde ich aber eine Mithril-Spitzhacke benutzen. Ratzfatz! Wenn du mir eine anfertigst, gebe ich dir auch einen Tipp, wie man perfekt schmiedet. Ja, okay, da war eine Mithril-Spitzhacke. Klasse. Ja, die muss ich schmieden. So, reisen wir jetzt erstmal zu dem einen Bauplan, den ich da noch habe. Weil ich habe ja noch einige rote Steine dort. Rote Fragezeichen, die ich irgendwie abarbeiten muss. Wie gesagt, davon geht gar nichts. Hier ist ein Zauberer. Nee. Legolas. Nee. Irgendwo, das weiß ich, gab's da einen Trick bei. Gehen wir mal kurz nach Bre und schauen mal beim Schmied vorbei. Zange macht mir keiner was vor. Ja, es sind also noch mehrere Baupläne gibt es hier zu holen, aber den da, da komme ich nie ran. Thank you.
So, ja, auch das hier, ehrlich gesagt, verstehe ich dann nicht so 100%. Weil, ja, im Grunde grün, blau, rot. Ja, das ist das, was ich aber dafür brauche. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich das umdrehen kann. So, hier hole ich mir jetzt nochmal ein 10.000 ab. Irgendwie ging das. Irgendwie. Aber normalerweise muss der total einfach gehen. Gibt's doch nicht. Ich weiß, dass ich da rein muss, natürlich. Aber wie, wenn er nichts annimmt? Der nimmt gar keinen von denen an. Ja, dann muss ich da mal irgendwie nach einer weiteren Lösung suchen. Eventuell muss ich mir mal schlau machen in Google, ob das da tatsächlich normal ist, dass da oben nichts angenommen wird. Ja. Also, was machen wir jetzt noch? Ja, im Grunde ist es einfach. Wir werden die 500 Karotten zusammensuchen. Die 500 Karotten zusammensuchen und wo machen wir das eigentlich ganz gerne? Das machen wir eigentlich von Radagast. Wo ich schon relativ zügig Karotten zusammen hatte. Was ist denn der jetzt? Ne, das ist der Düsterwald. Ah ne, da war das.
Hier ist Radagasts Haus. Der Kampf um jede Karotte. So, das war ein bisschen weiter weg. Und jetzt fliegen wir wieder hin. Eventuell spawnen dann schon die Gegenstände wieder, die Karotten. Probieren wir jetzt einfach mal aus, ob das geht. Jo, es geht. Nicht nur die, sondern alles irgendwie. So, die Hälfte haben wir jetzt schon mal. Ja, jetzt hoffen wir auch, dass es quasi so weitergeht. Mit dem Respawnen der Gegenstände hier. Schon wieder einer gespawnt, nämlich meine Bronze, die sehr wichtig ist.
So, und erneut. So lange quasi machen wir das jetzt, bis ich die 500 Karotten voll habe. Sollte es natürlich auch weiter funktionieren. Und das tut's. Das tut es. Yeah. So, hier dürfte wieder das Bronze-Ding gespawnt sein. Yep. So, und wir setzen zum nächsten Flug an. Also nach dieser Mission hier, da habe ich echt, glaube ich, die Schnauze. Oh, da haben wir sogar noch einen großen Teil. Da habe ich echt, glaube ich, die Schnauze voll von den von Karotten. Die hängen mir jetzt schon zum Hals hinaus, dass man da 500 finden muss. Das ist schon krass.
Ah, jetzt ist der zum Beispiel nicht mehr da. Dieser Bronzestein. Oder die Bronze. Aber der hier müsste da sein. Wie immer, jo. Sind tatsächlich einige Konstante dabei. Oh, jetzt ist da was Silbernes. Also, der wechselt tatsächlich hier. Kann durchaus sein, bei jedem zweiten Respawn, dass der wechselt. Aber was halt, wie gesagt, die Bronze-Dinger angeht, das ist richtig stark, dass ich hier wirklich so einen Sammelpunkt gefunden habe, wo die immer respawnen. So kann ich 10, 12 Bronze-Dinger immer abbauen pro Flug und natürlich die ganzen Karotten mitnehmen. Gleich nur noch 100. Wir nähern uns dem Ziel an.
So, ich glaube noch zwei oder drei Mal muss ich hin und her reisen. Dann sollten wir es haben. Ich glaube noch zweimal. Bei dem einen Mal können wir knapp rankommen, aber dann sammeln wir es nochmal komplett zweimal ein. Dann habe ich noch ein paar Karotten in Reserve, wenn ich noch welche brauche. So, vorletztes Mal. Sogar schon rüberkommen jetzt. Machen wir trotzdem noch zweimal. Oder? Oh ne, das reicht sogar komplett. Erstmal. Die restlichen sollte ich dann vor Ort einsammeln können. Oder ich weiß ja jetzt, wo ich die Karotten am besten herbekomme. Nämlich vom Radagast. So, 500 haben wir voll. Nehmen wir die Bronze mit, dann sind wir da auch gut aufgestellt. So, herrlich. Und jetzt geht's zurück nach Dreh. Und zwar hier zu unserem Bauern jetzt.
Ja, was? 500 Karotten, Leute. Die sind wir jetzt alle los. So, und den kann ich jetzt noch kaufen. Für 35 Riesen. Ja, noch fehlen mir tatsächlich ein paar Charaktere. Da weiß ich aber noch nicht, wo ich die herkriege. Dieser Mann knabbert dauernd Karotten. Als hätte er überhaupt keine Sorgen. Und da. Ja, stimmt. So, also auf keinen Fall am Tag. Dann bei der Nacht oder so. Na, vielleicht habe ich jetzt Glück, dass das eine vielleicht am Tag geht mit dem Bauplan. Aber theoretisch sollte das überhaupt keinen Unterschied machen, weil das ist ja eine Höhle und. Das ist so Mist, warum das nicht geht. Ja, jetzt vielleicht bei Nacht mal. Geht rein gar nichts. So, jetzt schauen wir uns um, ob da irgendwas geht. Bei Nacht, wo man einen Charakter noch holen könnte. Sieht nicht danach aus. Ah, doch da! Schauen Sie mal, Berserker-Ork. Also, geht's nach Karadras wieder. Aber da bin ich gespannt, was der braucht. Bestimmt Steine oder Holz oder was weiß ich. In der Höhle. In der Höhle machen wir ihm jetzt den Gar aus. Ja, oh, oh. Oh mein. Ah, 15.000 nur, das ist günstig. Ja, mit Bufur kann man noch mal schön die Mine leer räumen. So, da haben wir hier noch mal weitere zwei Fragezeichen drin. Warte mal, der ist erstmal zu dem hier.
dessen Idee war es, an diesen furchtbaren Ort zu kommen. Wir erfrieren, bevor wir Beute finden. Holt jemand freiwillig einen dieser warmen Drachenhelme aus Smaugs Höhle? Irgendjemand? Da muss ich einen Drachenhelm rausholen. So, jetzt muss ich hier einen kleinen Umweg laufen um den Berg einmal drumrum. Jetzt muss ich aussehen. Ah, wie ein Gorilla. Muss ich einen Seestadt machen? Ne, ja. Also, dann geht erstmal zurück nach Seestadt. Und dann müssen wir uns stylen wie ein Gorilla. Aber der hat schon noch oben komisch gestillt. Das muss ich ja zugeben. Hab's geschafft, bin der Gorilla. Du wieder hier. Okay, mein Herzchen schenken. Der ist auch verpackt hier oben. So, jetzt haben wir natürlich weitere eingesackt. Ich
brauche jetzt quasi noch eine Figur. Besser gesagt, ein Charakter. Was die Figuren angeht. Und dann habe ich es geschafft. Dann habe ich alle Leute gefunden bis jetzt. Da ist er! Dann muss ich zu den Felshöhlen reisen. Ja, aber das zieht natürlich auch wieder Stats ab, was kacke ist. Und wobei ich die doch jetzt eigentlich sammeln wollte. Gold erbeuten. Okay. Hallo. Okay. Hab ne. Finden wir wohl noch Charaktere? Da haben wir Fragezeichen wieder. Ist wieder in Moria. Reisen wir wieder nach Moria. Ja, also die Insel, die wird jetzt wirklich nach und nach abgegrast, nach dem, was wir halt holen können. Und ich möchte die Level im Grunde fast ganz zum Schluss machen. Ganz zum Schluss wird es nicht gehen, weil ich halt aus den Leveln bestimmte Sachen brauche. Rotes. Ach, sprich mich nicht an. Ich muss so viel bauen und habe keine Zeit. Hätte ich nur diese Mithril-Baukappe geschmiedet, die die Zeit verlangsamt, als ich das Material hatte. Du könntest mir nicht zufällig so eine herstellen, oder? Ich gebe dir dafür dieses Ding, das deine Stats versechsfacht. Hör mal. Sechs, das ist ja scheiße. Ist das eine Mithril-Baukappe für mich? Das wäre nötig gewesen. Wirklich nicht. Ich baue eine Menge Waffen, um alles vom Angesicht Mittelerdes zu fehlen, das kein Ort ist. Ja, war nur Spaß. Ich baue Klubs, Klubs. Danke. Ja. Also vor 6 für 4,5 Millionen. Ja.
Dem muss ich bestimmt auch was besorgen, nur. Die Minen von Moria waren einst die Heimat eines großen Zwergenkönigreichs, bis die Orks sie eroberten. Aber ich bin fest entschlossen, selbst wenn es mein Leben lang dauert, ich werde jeden einzelnen Ork von dort vertreiben. Wie viele meinst du, könnte ich am Tag erledigen? Los, stellen wir ein Tagesziel auf. Oh, nee. Das finde ich einfach nur mal abartig geil. Ein Schlag im Runde und die Viecher fliegen nur noch durch die Gegend. Und der letzte. Bei meiner Streitaxt. Das waren 1, 2, 3, 4. Eine Menge Orks. Ja, meine Tagesvorgabe ist eine ganze Menge Orks. Danke, dass du mir geholfen hast, das herauszufinden. Suche ich quasi weiter. Wo könnte denn zum Beispiel der nächste Charakter verborgen sein? Ich sehe momentan nichts mehr. Dann probieren wir es einfach nochmal wieder am Tag, wenn wir die Tageszeit wechseln, ob sich da neue Sachen auftun. Ah, warte mal, hier ist auch noch eine Frage. Ah, nee. Das Fragezeichen, das sucht schon was. Den obligatorischen Tausender? Nö. Doch. Nee. Mann. An, wo wir die letzten finden.
ich würde mal sagen, auch nicht mal, wenn ich da auf Tag bin. Ne. Ja, hier oben an der, bei Karok ist ja noch etwas zu tun, sag ich mal so. Aber ehrlich gesagt bin ich da und nicht hintergekommen, was ich da machen muss. Also ein Adler kann es nicht sein. Ausprobieren, wie das ist mit dem Pferdchen. Ja. Nee. Wo geht's hin? Mein Pferd ist weg. Junge, ich wollte auch mein Pferd drauf. Schon wieder ist es weg. Durchlaufen, ne? Mist. Also ich brauche, das ist ja irgendwie komisch. Nein! Bin da hinten runtergefallen. Aber er sah so gut aus. Mehr machen als laufen, wie es ausschaut. Ja, das wäre der letzte, aber jetzt habe ich ihn.
Ja, gut, also dann legen wir noch hinterher in diesem Stream, also es wird ein separates Video sein, hinterher in YouTube. Also, es geht um das Bonus-Level tatsächlich, also ich hänge es jetzt tatsächlich schon hinten dran, um das einfach mal durchzuspielen, gibt einen neuen Erfolg dann, wenn ich es schaffe. Ja, und ich hoffe natürlich noch zusätzliche ordentliche Stats. Angekommen am Bonuslevel, also viel Spaß damit! Oha, geil! Thank you.
Da kann ich minimal 4 Stats noch holen. Yeah! Okay, bei, ich glaube, eine Mille ist Schluss oder was? Ja, bei einer Mille ist Schluss. Oh, das ist ja geil jetzt. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Bonus Level kommt nicht separat drauf, sondern ich spiele es jetzt ein paar Mal und dann habe ich die 4,5 für die mal 6 Stats. Und dann geht's ab. So, aber ich muss ich da nochmal hoch? Oh ja. Okay. Na, das ist jetzt kein Ding mehr. Aber eine Mille ist Schluss, ach schade. Ich hab gedacht, der zieht nochmal so richtig schön. Warte mal. Nein, ich hab jetzt eine Idee. Ich hab jetzt eine Idee, wo ist der? Mal Viererstein. Der das hier? Was ich irgendwo war der? Der mal Vierer. Aber selbst dann kann ich nur eine Mille holen, ne? Ja, aber es geht vielleicht schneller. Noch schneller. Da ist er tatsächlich. Mal 4. So, okay. Das ist echt blöd, dass man da so weit reisen muss, um da oben hinzukommen. Nach Erebor. Aber. So, also, Stats mal 4. Minikit Finder.
Ja, okay, die Stats waren im Grunde noch nie mal ein Problem. Dann brauche ich im Grunde jetzt nicht alle möglichen Stats immer einsammeln, nur halt die absolut wertvollen, ne? Und wer sagt's denn? Jetzt hole ich gleich mal auf die Schnelle 80.000. Ja, die ersten 40 und jetzt kommen die zweiten 40. Zack, zack, zack. Nehmen wir noch den hier mit, dann weitere 4.000. Schön. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell das Bonuslevel geht. Ich meine, wenn das halt mal 4 ist, ne? Also der muss ja richtig ziehen dann. Ah, ich muss erst was drücken, damit sie sich bewegen. Oh ja. Einmal noch. Also das zählt fürs Bonuslevel nicht. Naja, also das zieht mega.
jetzt muss ich es wieder aktivieren, weil das, okay, durchs Bonus-Level wird das deaktiviert, zumindest ein paar Sachen, ja. Also ein paar Sachen werden dadurch wieder deaktiviert. Also 4,5 ist jetzt noch das Ziel. Da muss ich tatsächlich auch noch ein paar andere einsammeln. Deswegen haben die das wahrscheinlich gemacht, weil man da so lange hin braucht. Deswegen ist da oben nicht direkt so eine Statue, wo man hinreisen kann. Also überall ist das wahrscheinlich erlaubt, also muss eigentlich in den Leveln natürlich auch. Außer im Bonus-Level. Aber noch geht's weiter. Und da ist alles eingestellt, außer dieser paar Sachen natürlich.
Jetzt brauche ich diese kleinen Fitzeldinger gar nicht mehr. Nächstes, also noch auf jeden Fall zweimal mache ich das jetzt, dieses eingeschlossen, das heißt nur noch einmal hier nach. Immer nur das Deko. Aber jetzt noch einmal gleich.
Ja, oder soll ich es lieber noch zweimal machen? Dann kann ich mir nämlich nochmal alle anderen roten Steine auch gönnen. Können die ja machen, ne? Das wird Rekordzeit jetzt, ne? Im Abschließen des Turms. Ja, ich mach noch mal ein. Dann bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Mit über 5 Millionen Stats. Und kann erstmal alle anderen roten Steine kaufen. Dann muss ich jetzt nicht nicht unbedingt direkt dieses mal 6 Stats haben. Erreichen. Gerade wenn man hier eh jetzt schon dabei ist, ne? Also brauchst du Stats, geh zum Bonus-Level und mach es. Aber bisher hatte ich im Grunde kein Problem mit den Stats, sondern im Grunde eher mit den Vorräten, die man sich kaufen kann, besorgen musste. Aber wir haben ja noch einen teuren
Boah, wahrscheinlich muss ich das zweimal machen hier. Noch. Ich fürchte fast, dass ich es noch zweimal machen muss. Das Problem ist nämlich, dass ich dieses eine Goldding da, das Gold abbauen, auch noch brauche. Und das alleine kostet schon 1 Million. Nein! Das ist. Na. Blöd, ihr laufe. Jetzt muss ich nochmal hochjumpen. Sag mal, was ist denn jetzt mit dir? Vorhin 50 mal gut gegangen und jetzt? Ich glaube aber, das eine Mal reicht mit dieser Durchgang tatsächlich. So, 5,8. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal, was wir besorgen können, ne? In der großen Welt an den roten Steinen. Wo fangen wir an, den zu besorgen? Ich würde fast sagen, hier in Moria. Ich glaube, das war der mal 6 Stats. Das gewesen sein. Yep. Also 4,5 Mille schon verbraten. Aber das heißt jetzt, wir haben sogar
mal, oben links steht es, mal 24 Stats. Das heißt, als nächstes können dann die Level kommen, wo ich dann die einzelnen Gegenstände drin besorgen muss, ne? Ich meine, wenn ich jetzt 100er hier hole, ne? Zack. Und zack. Geht schon deutlich höher an die 3000. Ist schon gewaltig. Aber ich habe ja noch ein paar, wo ich was holen kann. Nämlich hier bei den Felshöhlen hole ich mir den nächsten roten Stein ab. Und ansonsten wäre das jetzt immer noch nicht reicht mit den Millionen, mit diesen Gold-Dingens da. Ah ne, den hole ich mir später. Den hole ich mir einfach später. Auf das Goldteil kommt es nicht mehr drauf an. Er ist er nämlich. Gut, dann hole ich mir den doch. So, der nächste ist hier in Bruchtal. Das wäre, glaube ich, die Unbesiegbarkeit. Das sind schon 24.000 mehr. Dafür brauche ich echt noch mehr. Das ist keine Rohstoffe oder so, aber natürlich an Stats. Die kann ich mir jetzt relativ einfach zusammensuchen, indem man wieder seinem Hobby nachgeht, nämlich wieder alles Mögliche einfach platt machen. Ah, warte mal, hier war doch ein 24er, oder? Ein 20er? Nee. So, da habe ich es. 600 Riesen brauchte ich dafür ungefähr.
Ah, 500. Das ist die Unbesiegbarkeit. Die beiden lasse ich aus, Saphir und Gold. So, das waren jetzt alle, zumindest zu der Zeit. Werde ich noch ein kleines Nickerchen machen, noch einmal die Tageszeit wechseln. Schauen wir uns noch mal am Tag an, ob ich da noch einen roten Stein einsammeln kann. Nee, das ist tatsächlich jetzt alles. Ah, ja, doch da. Den haben wir ja fast übersehen. So, ab nach Caradhras. Der Stein spawnt so schnell. Wie brauchen wir da? Ah, 300.000. Pass auf. Ein Start. Ups. Schwupp. Mini-Charaktere. Im Grunde, die brauche ich auch nicht. Ist er dann? Ah, guck mal. Hey, Mi. Geh schon. Hallo. Hallo. Oh, oh. Verdammt, ist der stark. Nochmal. Oh, okay. So. Nein. Mini-Charaktere sieht im jetzigen Moment echt kacke aus. Ja. Okay, sonst sehe ich nichts mehr, ne? Wieso blinkt denn da eigentlich ein Punkt? Auf der anderen Seite? Keine Ahnung. Das war doch, ist doch hier, hallo? Naja, okay. Ja Leute, also ich würde mich jetzt hier verabschieden, nochmal einen Blick auf die Karte und wie gesagt, also demnächst sind wieder die Level dran, die ich eins nach dem anderen abarbeite, weil hier auf der großen Welt, ja, kann ich nicht mehr viel machen, heißt ich muss wirklich in die Level rein und die dann jetzt einzeln durchspielen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen Leute und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn es an die Level geht. Ciao Leute!